Hey ho, ihr lieben Kriegsdienstverweigerer! Wir haben eine Entscheidung zu treffen mit nachhaltigen Auswirkungen. Glaube ich zumindest. Bei Let's Play Suikoden 5. Wir können auf der einen Seite entweder das Schloss Morgenrot vor den fiesen Angreifern aus den Reihen Godwins und Armes verteidigen, bis aufs letzte Blut vermutlich. Oder aber wir schließen uns dem weisen Ratschlag der lieben Lucretia an, die bis jetzt schon so oft recht hatte und deren Entscheidungen das Zünglein an der Waage darstellten, um unseren Sieg zu garantieren und die Godwins in ihren Möglichkeiten einzuschränken, dass wir auch stattdessen das Schloss verlassen und gleichzeitig die Vorräte mitnehmen. Nun, für diese Entscheidung werde ich jetzt vom Schloss abrücken. Und hier gehen die Pfade etwas auseinander, bis sie irgendwann wieder zusammenlaufen. Das möchte ich an dieser Stelle noch gesagt haben. Dann müssen wir uns darauf vorbereiten, im Schutze der Nacht zu fliehen. Aber bestimmt, ich muss wieder ins Bett gehen, bevor wir abhauen. Wir werden früher oder später zurückkommen, aber wir sollten trotzdem alle Vorräte mitnehmen. Achtet vor allem auf Dokumente, Lederwaren und Kornspeicher. Bis jetzt zumindest wenig Gegenwehr. Gute Arbeit, Sahak. Du hast bewiesen, dass mein Vertrauen in dich gerechtfertigt war. Vielen Dank, Kommandant. Aber sollten wir nicht die südlichen Gebirgsjäger von Armes im Auge behalten? Um die müssen wir uns nicht kümmern. Kommandantin Spana wird ihre Arbeit tun, wenn wir sie lassen. Bei allem Respekt, Kommandant. Sie denkt nur an sich selbst. Stimmt, aber jemand wie Kommandantin Spana ist absolut zuverlässig. Das Problem sind solche wie Shula Valya. Das westliche Marinekorps ist immer noch untätig. Vielleicht war das einfach zu viel für Alenia. Vielleicht ist das egal. Ich glaube, der Krieg lässt sich mit unseren Truppen und den südlichen Gebirgsjägern gewinnen. Ist das so? Ich hoffe, dein Glaube ist nicht unangebracht. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe sowas von gehofft, dass wir bis jetzt unsere liebe Schwester... Sounds like he's in a real crisis, doesn't it? Don't act like you had nothing to do with this! It's all your fault! If I could have been with him, this war would have been over by now. I swear to you, if anything happens to him, you'll pay for it! You really think the rune is enough to defeat your brother, do you? What do you mean? I don't think it is myself. In fact, I bet it isn't. If I'm wrong, then everything I'm doing right now is meaningless. Sprich weiter, was ich sagen wollte ist, dass ich eigentlich gehofft habe, dass wir unsere liebe Schwester endlich mal langsam wieder in unseren Reihen wussten oder wissen. Weil ich irgendwie gehofft habe, dass ich etwas, oder dass es nicht das letztendliche Ziel ist, eigentlich nur unsere Schwester wieder zu holen. Hier herrscht gähnende Leere. Ich will, dass ihr das Schloss auf den Kopf stellt, um ganz sicher zu sein. Es könnten irgendwo Spione lauern. Oh. Aber falls ihr jemanden finden solltet, bringt ihn erstmal zu mir. So leicht sollen sie nicht davonkommen. Ja, Sir! Scheiße. Wir hätten einen Selbstzerstörungsmechanismus hier implantieren sollen vorher. Sucht nach Essbarem und versucht nicht etwas davon für euch zu behalten. Hände weg! Ja, General Guizo! Er will Feuerwehrmann werden, er will Feuer... Nee, das war ein anderer. Was ist so lustig? Oh, nichts. Ich dachte nur gerade, was ich euren Soldaten aus Armes zugemutet habe. Wir haben die Rebellenarmee dank euch vernichtet. Ich danke euch aufrichtig. Ehrlich. Seid ihr nicht ein wenig voreilig? Giselle hat unsere Hilfe erbeten, um die Rebellenarmee zu vernichten, aber das ist uns nicht gelungen. Sie entkamen. Unsere Arbeit ist noch nicht erledigt. Wir wissen eure Dankbarkeit zu schätzen, aber wir können noch nicht nach Hause gehen. Schön, freut mich zu hören, dass ihr noch eine Weile bleiben wollt. Glaub mir, ich bleibe bis zum letzten Blutbad.
Das sind also die Ruinen der Sindar. Nettes Schloss, gefällt mir. Warum machen wir es nicht zu unserem neuen Stützpunkt? Klingt gut. Aber Lord Godwins Forschungsteam wird in Kürze eintreffen. Ihr habt hoffentlich nichts dagegen, aber es gibt da ein paar Formalitäten zu erledigen. Sie haben völlig freie Hand. Ich denke, wir werden euch eh nicht von der Pelle rücken, was? Ja, ich mache natürlich nur Spaß. Und was jetzt? Der Rebellenname ist sicher mittlerweile nach Wrathfleet geflohen. Immer mit der Ruhe. Kein Grund zur Panik. General Luger ist ihnen auf den Fersen. Sie sind auf der Flucht. Der Todesstoß wird kommen. Bald! Oh, ich freue mich drauf, wenn der mal seine Nase gebrochen bekommt von mir. Lange schon nicht mehr waren wir in Wrathfleet. Achso, es ist Roy. Hehe, ich fühle mich erhaben und königlich. Herbei, meine Diener! Küsst den erhabenen Fuß eures großen Herrschers! Normalerweise würde ich dir diese Albernheiten verbieten, aber heute musst du um jeden Preis auffallen. Hey, überlass das mir! Ich werde auffallen wie der Prinz. Verbeugt euch, ihr Unwürdigen, oder Kopf ab! Ernsthaft? Kopf ab? Ich dachte, er ist bisher als eher der sanfte Prinz bekannt. Ich frage mich, weswegen die jetzt ihr Aufsehen oder das Aufsehen auf ihn ziehen wollen. Perfekt. Der Feind ist überzeugt, dass wir alle nach Wrathfleet geflohen sind. Ah! Verstanden. Das gibt uns ein wenig Spielraum, um unentdeckt vorzugehen. Zumindest für kurze Zeit. Wir sollten uns als erstes um die Drachenkavallerie kümmern. Unbedingt. Ohne die Drachenkavallerie auf unserer Seite können wir den Krieg nicht gewinnen. Wir müssen herausfinden, warum der Kommandant den Befehl zum Ausrücken verweigert. Gute Reise, Jungs. Gute Besserung. Kommst du nicht mit, Miyakis? Ich habe irgendwie gehofft, dass... Glaub mir, ich würde gern mit euch gehen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das Problem in Gordius liegt. Dann sind wir schon zu zweit. Jetzt müsst ihr mir mal nur mal sagen, was Gordius ist. Die Drachenpferdhöhle und unsere Trainingsstätten befinden sich in Gordius. Godwin hat sicher irgendetwas getan, um die Drachenkavallerie dort zu lähmen, und ich befürchte, es ist etwas Schlimmes. Frauen sind in Gordius nicht erlaubt, also kann Miyakis leider nicht mitkommen. Ich warte hier. Grüß die Pferdchen. Ich meine die Drachenpferde von mir. Da freut sich Lieder der liebe Katja im Flockentanz, dass Miyakis nicht dabei ist, glaube ich. Gordius liegt südlich von Schloss Saronix. Viel Glück! Okay. Rede mit mir, Lucretia! Prinz, sorg dafür, dass die Drachenkavallerie dieses Mal kommt. Keine Sorge, es wird schon klappen. Okay, ich bin sehr gespannt, aber ich darf jetzt keine Frauen... Ist Frauenvolk... Wie ist das noch? Sind Frauen anwesend? Nein. Ich habe den Film zu selten gesehen, leider. Egal. Ich kann euch Menschen nicht unterscheiden. Schon gar nicht so viele von euch. Das ist so viel für mein Zwergenhirn. Ich wollte eigentlich gar nicht hierhin, aber... Hoffen wir, dass sich hier keine Spione, die unentdeckt gewesen sind oder geblieben sind, in den Zwergenkatakomben aufhalten. Das konnte ich nämlich sehr gut vorstellen, nachdem sie ihre Schlappe erlitten haben. Frage ist jetzt, wer ist eigentlich in meiner Truppe drin? Okay, die zwei. Die zumindest sind die Stufe 45. Aber sie haben noch Stufe 1 Waffen. Oh. Unsere Basis ist jetzt gerade hier. Das ist aber... Das ist zumindest ein bisschen fein. Ich frage mich jetzt gerade nur zum Teufel, wie komme ich jetzt im besten Falle weg? Oh Gott, ich erkenne gerade gar nicht, ach, das ist Levi hier vorne, glaube ich. Das ist jetzt aber auf sehr engem Raum hier zusammengepfercht. Jetzt muss Lusarina, oh, bist du das, Lusarina? Ah, oh, ich wollte gerade sagen, ich muss Lusarina ja noch finden, um meine Reisegruppe neu zusammenzustellen. Okay, diese drei hier sind gesetzt, dann brauche ich noch ein paar andere. Also ich nehme einmal Bernadette einfach mal mit, weil sie schon länger nicht mehr dabei gewesen ist. Sie ist Stufe 45 und sie ist eine super Heilerin, also das ist gut. Dann Erisch habe ich gezeigt, dann nehme ich nochmal Belkut mit. Jo. Und dann, wen nehmen wir sonst noch mit? Das ist jetzt eine gute Frage. Und zwar am besten jemand, der magisch begabt ist. Aber nicht als Frau zu erkennen ist. Das
bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so die Wahnsinnsidee ist, aber... Ach, stimmt, die gute Sagiri. Oh, die möchte ich eigentlich auch nochmal mitnehmen. Aber ich möchte noch Magier mitnehmen und da... Oh Gott, wie hieß der noch gleich? Killay, genau. Dann nehme ich Killay mit. Das sind alles Kerls. Sehr schön. Gut, dann möchte ich Eckbert mitnehmen. Wenn ich ihn irgendwo sehe. Zumindest. Unter E könnte er sich zu finden lassen sein. Eckbert, da bist du, mein Putschmeister. Gut, dann nehmen wir gerade Schatzsuche. Für Schatzsuche ist der Barbarsch ganz nett, da nehme ich ihn mal nett. Ich glaube, das erhöht die Drop-Chance. Und nochmal Fluchtweg, analysieren. Ich nehme ihn mal mit. Ich möchte mal wissen, was analysieren ist. Aber wir nehmen ihn mal mit. Boston, Schätzung. Takamu, Fluchtweg ist eigentlich ganz interessant. Ich muss gerade mal gucken, was die eigentlich können. Kochen, eintauschen, eintauschen, kochen. Barde, ich habe immer noch keine Ahnung, was das tut. Ah ja, stimmt, Murat ist auch gut. Aber ich glaube, ich lasse ihn dieses Mal zu Hause, oder? Marina kann heilen. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist oder was ähnliches wie Behandlung. Oh, Linfa kann auch Fluchtweg. Na, passt zu ihr. Dongo kann schmieden unterwegs, aber das brauche ich jetzt gerade. Ich glaube, wir lassen das mal für den Fall, dass wir da noch den einen oder anderen Charakter dazu kriegen. Okay, ich würde mal sagen, ich werde von Rahal und... Von den beiden Drachenkavalleristen werde ich jetzt hier mal die Waffen zumindest nochmal auf Stufe 10 hochbömsen, denke ich. Rook und Rahal, genau. Sonst nochmal Killay ist auf... Ja, Killay vielleicht auch noch. Ein bisschen Kohle habe ich hier mittlerweile wieder. Aber... Dann werde ich sie einkleiden und danach sehe ich euch wieder. Bis gleich. Okay, mir ist natürlich gerade aufgefallen, dass Bernadette als Fräulein, glaube ich, auch nicht so gute Karten hat. Aber vielleicht wird sie für einen Mann gehalten. Ich konnte sie ja einwechseln. Von daher werde ich es mal probieren. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich verdammt noch... Vielleicht, nee, Vicky kann mich erst teleportieren, wenn ich schon mal da gewesen bin. Ich muss mal gucken. Also, wir hatten ja südlich eine Möglichkeit abzulegen, aber ich glaube, ich hoffe mal nicht, dass das Spiel jetzt möchte, dass ich durch diesen ganzen Palaver jetzt durchrenne, damit ich da zum, ich sag's mal, zum Fluss komme. Von daher könnte eventuell hier irgendwo... Guck mal. Könnte der Dingens hier vielleicht irgendwo sein. Wie heißt er noch gleich? Der Vater von Lund. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Aber ich glaube auch nicht, dass es hier gewesen ist. Aber sonst gibt es ja noch die Möglichkeit dort, wo wir, oder wo Lucrezia ihr Lager aufgeschlagen hat, dass ich da irgendwie langkomme. Oder ich muss jetzt noch mit ihr reden. Aber ich habe irgendwie auch nicht so richtig aufgepasst vielleicht. Ich liebe es, Löcher zu graben, hätte aber auch nichts dagegen, was Neues. Vielleicht kann ich ja Schmied werden. Ja, wir haben noch einen guten, Kumpel. Und sonst, wer bist du denn nochmal? Wir schlafen einfach auf dem Boden. Ihr schlaft nicht gerne so. Menschen haben es bestimmt sehr schwer. Nein, also Betten sind... sonst, ja, runentechnisch könnte ich mich nochmal rumgucken. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, zentral die Runen von allen zu verwalten. Ja, weggehen. Aber... Ne, Moment. Ach, Quatsch. Ich habe aufgepasst. Ha, weiß wieder Bescheid. Südlich von Schloss Sauronix. Hab's mir gemerkt. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die liebe Vicky? Wo ist Vicky? Dass sie mich wegteleportieren kann. Ich hoffe doch, dass sie hier irgendwo ist. Sonst könnte es schwer aussehen. Soll ich mit der Lu fahren? Ich hab Vicky aber hier nirgendwo gesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht ist sie in einem der Zelte? Mal gucken. Ladescreen für ein verdammtes Zelt. Ah, hier haben wir das Lager. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir irgendwann wieder ein etwas geräumigeres Feld haben, wo wir die Dienste unserer Kameraden irgendwie abrufen können. Aber, hier, ich meine, gegen was Kompaktes habe ich ja im Grunde auch nichts. Sieht hier irgendjemand eine Wiki? Ich sehe hier keinen. Ich sehe nur einen Speicherpunkt. Fark! Da unten ist sie auch nicht. Na gut, die braucht, glaube ich, auch ihren Spiegel. Vielleicht geht das auch deswegen nicht. Na gut, ich suche noch mal ein bisschen und dann sehen wir uns wieder. Da kann ich eine Lobe... Moment. Ah, Moment. Ah, ich komme über die Lore zum Zwielichtwald. Und mit dieser Lore hier kann ich nicht fahren. Okay, dann begebe ich mich zum Zwielichtwald. Sollte vielleicht nochmal überlegen, wo ich Bernadette doch mitnehmen kann. Ob ich nicht vielleicht doch Vicky oder wen noch irgendwie mitnehme. Aber schauen wir doch mal nach. Ich meine,
also bei der Stelle frage ich mich jetzt langsam echt, hätten sie nicht irgendwie diese Fahrt direkt irgendwie durchmachen können? Oh, es ist ein gelber Kugelkakadu. Es ist Do. Für Donnerstag. Moment, ich habe nur diese Formation hier, weil ich jetzt drei Ends habe mit Belcourt. Was ist denn das Formationsspezial? Ich habe keine Ahnung. Wilder Wolf. Oh, der güldene Riesenfrosch ist nicht mehr. Ich habe den Zweiknoch dabei, weil er das ganze Geldsegenzeug hat. Also ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, meine Ausrüstung, also die zum Ausrüsten da ist, zur Abwehr und so weiter, dass ich die irgendwo zentral verwalten könnte, habe ich nirgendwo gefunden. Und das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig, irgendwie bestimmte Ausrüstung zu finden, die irgendjemand mal von meinen Leuten irgendwann einmal an den Leib von mir hat getackert bekommen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schade, weil das bewirkt tatsächlich... Oh Gott. Was haben wir denn hier? Achso, das sind nur diese komischen Tarantulas. Okay, dann machen wir nochmal unsere Formation Spezial. Oh, der Killi hat benutzt auch Fernkampfwaffen mit Nadel und sowas. Ich habe die Waffen nochmal auf plus 10 aufgestuft. Nicht bei Bernadette, weil da weiß ich es nicht mehr. Da habe ich total vergessen, aber das soll mir erstmal wurscht sein. Und weil das auch wieder ganz gut teuer war und da das Spiel noch nicht zu Ende ist, werden wir aber vermutlich das ein ums andere Mal auch noch damit konfrontiert werden, noch in anderen Bereichen mal mit absolut neuen Jungspunden rumzulaufen. Oh Gott, es ist wieder der große Herkules-Roboter. Okay, was machen wir denn da Feines? Wir benutzen die Feine. Ich lasse sie mal drin, weil der hat tatsächlich was drauf. Ich bin ein bisschen schade, weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass der Rogue mit dem anderen Typen da zusammen was drauf hat. Inferno-Schwert, Feuerschutz, bringt Waffenelement Feuer. Na komm, machen wir das einfach mal. Er hat die Wasserschwert-Rune, Wasserschwert, ein wahrer Fluss. Was für ein Element Wasser, Schaden mal irgendwas. Okay, machen wir das auch nochmal. Dann, du greifst normal an, du greifst normal an und du greifst auch einfach mal normal. Wow. Das muss man dem lieben Killi lassen, der ist relativ flott zu Fuß. Wenn, vielleicht auch nicht so der absolut stärkste aller Idioten. Bam, bam, bam. Oh Gott, ich habe übrigens gesehen, ich habe viel zu wenig Kohle. Ja komm, alle mal angreifen. Ich habe viel zu wenig Kohle, weil der Rüstungshändler aus meinem Schloss quasi... Holy, okay. Nicht so eine gute Idee. Mit Elementen anzugreifen. Aber es ist mir egal. Ich bin ein sturer Björn. Verloren. Blitz. Okay, bei Bernadette sollte ich... Juhu, Parade. Bei Bernadette könnte ich vielleicht nochmal was in Waffen investieren. Sollte ich sie... So, ich den sie nochmal mitnehme. Come on, Kritten. Oder so. Und er starb. Magiestück. Achso, gut, ertrinken, ja. Und, weil ich, es gibt so zwei Rüstungen, die kosten eine knappe Million Potsch. Also 999.990 Potsch sind es, glaube ich, gewesen, die sie beiden kosten. Die eine bringt nochmal so schlappe 120 Abwehrpunkte dazu. Das ist, sind so circa 30 bis 40 mehr Abwehrpunkte als das, was die bestausgestatteten Leute in meiner Gruppe momentan haben. Und dazu erhöht sie noch die Magie um schlappe 50 Punkte. Also, so gut wie gar nichts. Das wäre beispielsweise was für Vicky oder für einen anderen Magier insbesondere. Und dann gibt es noch eine andere Rüstung, die kostet genauso viel. Die hat nochmal 10 Abwehrpunkte mehr auf dem Kasten als die, die ich gerade genannt habe. Dafür erhöht sie dann die Magieabwehrpunkte um 50. Aber dafür nicht die Magieangriffspunkte. Magieangriffspunkte wäre für Magier richtig gut. Naja. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann einmal genug Kleingeld habe, um mir so ein, zwei Stück davon zu leisten. Also so, zumindest eine von diesen Dingern, um meine Magie, oh Gott, um meine Magie zu erhöhen, wäre ich wirklich, fände ich die richtig schnieke. Greif normal an, du hattest diese Wasserrune, ne? Wasserschwertrune, da benutze ich einfach mal. Was haben wir? Erweckung und Wasserflut, stiller See. Oh, ich kann Donnergott. Mit wem? Ja, komm. Ah, mit Kille. Komm, ich will den Donnergott sehen. Und ihr bestimmt auch. Jawohl. Ja. Die stärkste aller Magie. Also, ich glaube, diese Kombinationsmagie... Wenn der Gegner noch lebt. Okay, er wird noch leben. Also,
Juhu, Melkut ist gut. Also, ich meine, er muss sich unbedingt paradieren. Wenn er nur drei Schaden kriegt. Nett? Es schläft den letzten und ewigen Schlaf. Oder auch nicht. Na komm. Der Rest, den kriegen wir auch so. Wow. Ich weiß nicht, was Killy gefrühstückt hat, aber der ist stark. Und wir kriegen Rindfleisch. Weil wir einen Drachen umgebracht haben, kriegen wir Rindfleisch. Na gut, vielleicht hat es eben noch gefrühstückt. Und es gibt uns das jetzt auch. So. Südlich von Schloss Sauronix. Jetzt ist die Frage, ob ich eigentlich nur diesen Weg weiterlaufen müsste oder nicht. Und im Zwielichtwald, da soll es noch was anderes geben. Nämlich die letzte Doremi-Elfe. Da, das ist Gordius. Du darfst hier nicht durch. Frauen, ach so, das gibt keine Ausnahme, noch nicht für Begleiter seiner königlichen Hoheit. Es tut mir leid, aber du musst... Kann ich die nicht einfach rauskicken oder reicht die Entourage? Mal gucken. Auswechseln. Bernadette kommt raus und du kommst rein. Mal sehen, ob das reicht. Das ist jetzt ärgerlich. Ich hab's gewusst. Keine Sorge. Aber kann ich jemanden ganz rauskicken? Sieht aber nicht danach aus. Ich war so. Okay, ich gehe den ganzen Weg nochmal zurück, hau Bernadette raus und dann bin ich wieder da. Bis gleich. Aha, schaut mal, was wir hier haben. Wir kämpfen jetzt um die letzte Doremi-Elfe, weil ich habe den Cornelio dabei. Moment, der Rest wird mal abwehren. Ich habe entsprechend... Wen habe ich denn rausgeschmissen? Ich habe einmal den Taylor rausgeschmissen und dann habe ich noch irgendjemanden... Ah ja, stimmt, Bernadette rausgeschmissen, weil ich ja einen Platz hier brauche. So, nochmal. So, weil sonst kann ich hier leider Gottes diese Doremi-Elfe nicht mitnehmen, wenn ich noch mindestens irgendwie ein Platz in meiner Gruppe hier frei ist. Also auch in der Entourage. Also in der Reserve, wie man in Final Fantasy X Jargon sagen würde. So, du süße, kleine, weiße Elfe, komm in meine Band. Aber ganz schnell, Fe. Oh, und jetzt küsst euch. Hier kommt die Braut, hier kommt die Braut. So, das war's. Will ich sie mitnehmen, die Doremi-Elfe? Ich weiß es noch nicht. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei den Männerhassern. Wir dürfen endlich reingehen. Ich frage mich ja, was früher passiert wäre, wenn ich keine Frauen dabei gehabt hätte und trotzdem hätte reingehen können. Das ist Gordius, Prinz. Das ist unheimlich. Es ist viel zu still. Ja, normalerweise hört man hier die Lehrlinge rumschreien, die Drachenpferde wiehern. Wenn überhaupt, dann ist es meist eher zu laut. Miak ist es nicht da. Das erklärt alles. Irgendetwas stimmt da nicht. Und wir werden rausfinden, was. Oh yeah! Wir könnten mal diesen Knaben hier fragen, oder? Hallo? Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich weiß nicht einmal, was eigentlich los ist. Ich habe keine Ahnung. Der Kommandant hat nur gesagt, dass wir auf unseren Posten bleiben müssen. Okay. Die Zelte, sind sie... Oh, sind doch Leute da. Okay. Und was bist du für einer? Ich weiß gar nicht, ihr müsst mir glauben. Okay, wisst ihr schon mal Bescheid, der hat gestottert. Wenn wir irgendjemanden foltern müssen, um hier rauszukriegen, was los... Fuck. Ich meine, yay, Überraschungsei, ich weiß nicht, was drin gewesen ist. Dann werden wir zuerst mit ihm anfangen. Sonst, irgendwelche Geheimnisse, ein Bild... Ist das ein Fenster? Ich hoffe, das ist kein Fenster, das ist ein Zelt. Zelte haben keine Fenster. Außer aus Plastik, aber hier damals gab es doch kein Plastik. Einige der Soldaten, die Drachenpferdhöhle bewacht haben, sind verschwunden. Das war kurz vor dem Auftauchen von Godwins Truppen. Vielleicht ist jemand bei der Höhle. Bei der Höhle. Oh, das müsste ein niederländischer Campingplatz hier sein. Seht ihr das gelbe Nummernschild hinten hier von dem Typen? Oh, eure Hoheit, tut mir leid wegen der Sache mit Armes. Ich könnte nicht gerade behaupten, dass wir eine Ahnung hätten, was los ist. Bei der Drachenpferdhöhle ist eindeutig was passiert. Da aber diese Typen hier sind, können wir nicht nachsehen gehen. Sind die Godwins auch hier? Warum kommen Godwins Truppen hierher? Die Drachenkavallerie mischt sich nicht in interne Konflikte ein.
Aber die Externen, die Sie so entsprechend so ein bisschen vorbereitet haben, waren wir hier schon drin? Na, hier waren wir noch nicht drin. Aber er hat sich auch nicht gelohnt, hier reinzugehen. Da war schon wieder ein Fenster. Nein, das sind tatsächlich Fenster. Ist es wirklich normal, dass solche Zelte Fenster haben? Was? Höhleneingang? Ach so, das... Oder ist der Höhleneingang in diesem Zelt? Ich glaube, der Höhleneingang ist in diesem... Wäre in diesem Zelt gewesen. Yoron, we have to check it out for ourselves. Nick, we can't. It's too dangerous. Can't we just forget about it? Aber ihr seid nicht alone. See? Even Hax agrees with me. But we won't know unless we try, right? Ax sondert den Duft ab, den die Frauen vertraulich gibt. Nick, Yoran. Was? Sir Rook, Sir Rahal. Was macht ihr beide da? Und was hat Ax bei euch zu suchen? Was denkt ihr? Seht selbst. Oh, wir können sie da runterstoßen. So, Godwin hat also auch Gordius verseucht. Dann verseuchen wir mal zurück, würde ich sagen, mit dem Verseuchestab und dem Verseucheschwert. Ich würde mich gern mit dir unterhalten. Klar! Eure Hoheit, sie werden uns entdecken, wenn wir hier draußen bleiben. Gehen wir in eins der Zelte da drüben. Okay! Moment, habt ihr eure Hoheit gesagt? Dazu kommen wir später, gehen wir. Yeah. Nick und Ex sind dabei und... Oh Gott! Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Okay, Cornelio kann weg. Kommt Jura, was kann der denn? Die, gar nichts. Ladisov geht für Nick. Und mir ist das Geld lieber als Murat. Deswegen kommt Ex dann wohl oder übel auch noch mit. Stufe 15, was waren denn die anderen? Naja, egal. Okay, dann geht's wieder zurück nach Norden. Dann ist dieses eine Zelt anscheinend nur eine Treppe gewesen, wenn die... Dingens da ist. Noch mehr Höhleneingang? Okay, was haben wir denn hier noch Feines? Wir tragen nur das Futter für die jungen Drachenpferde zum Eingang der Höhle. Wir dürfen nicht hinein. Okay, da ist nichts. Was sagt ihr denn noch? Uns wurde befohlen, hier Wache zu stehen. Warum müssen Nick und Yoran das nicht? Weil die hier Spione sind. Ja, ich mache mir Sorgen um die Drachenpferdhöhle. Wer tut es nicht? Grunk! Okay, welches Zelt werden wir nehmen? Nehmen wir das hier? Nein, da ist schon... Oh, vielleicht, wahrscheinlich ist es das Zelt hier, weil da keine Sau drin gewesen ist. Sag ich doch! Eure Hoheit, das ist Nick. Er ist Lehrling der Drachenkavallerie und ziemlich übermütig, wie ihr sicher bemerkt habt. Und das ist Yoran. Noch ist er Stalljunge, aber er wird eines Tages ein richtiger Drachenpferdeausbilder sein. Okay, stimmt, es müssen beides Jungen sein oder alles Jungen sein, weil Weiblein werden hier ja nicht geduldet. Und das da drüben ist Ax. Er wird eines Tages Nicks treues Ross sein. Gronk! Das ist seine königliche Hoheit, Prinz Freyadur, Anführer der Lord Panvil-Rico-Armee. Ich wusste es! Wahnsinn, seine königliche Hoheit, der Prinz, höchstpersönlich. Nick, zukünftiger Soldat der Drachenkavallerie, zu euren Diensten, Prinz. So schön, euch kennenzulernen, Prinz. Kommen wir zum Thema. Weiß einer von euch, warum es in Gordius von Godwins Männern wimmelt? Keine Ahnung. Sie sind eines Tages einfach aufgetaucht und haben einen auf wichtig gemacht. Dann hieß es gleich von Kommandant Laden, dass wir von der Drachenpferdehöhle wegbleiben sollen. Dabei wissen alle, dass Godwin ein Lügner ist, jedenfalls alle mit Grips. Also wollte Yoran und ich, wollten wir beide nachschauen. Also das hattet ihr vor, als wir euch beide gefunden haben. Ich muss sagen, deine Art gefällt mir, Nick. Aus dir wird mal was. Das war nämlich auch unser Plan. Du lobst ihn dafür, dass er einen Befehl missachtet hat? Ja, wenn es sich um Befehle Godwins handelt. Stimmt, ihr beiden habt für euer Alter viel Umsicht bewiesen. Eure Hoheit, ich glaube, es gibt einen Grund, warum niemand in die Nähe der Drachenpferdhöhle gehen soll. Wir müssen auf dem Grund gehen, genau wie die beiden geplant haben. Aber wir stecken in großen Schwierigkeiten, wenn Godwins Leute euch sehen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Kopf abschlagen! Und sagen, es waren die Raben?
Die mit den Schwertschnäbeln. Und den Flammenwerferkrallen. I'm just not feeling this assignment right now. Hey, Soldier. This is an official patrol. Look alive. But I'm so damn sick of this place. Nothing but kids and lizards. And no women allowed? What's up with that? How's a guy supposed to survive without the ladies? Huh? Huh? Tell me. Well, I know what you're talking about. Hey. Aha. Ist das Lahal? It's a woman. I can't believe it. Women aren't allowed around here. Also wenn das mal nicht offensichtlich ist. Ah, ich bin zufällig hier. Hello. Oh, sie haben den Pferdesport nicht überlebt. Well, that takes care of that. That was too easy. Habe ich's nicht gewusst? Habe ich's nicht gewusst? Is that really Rahal? Are you enjoying this? A true soldier must make full use of all his skills. Since I've been endowed with great beauty, why not use it? Please, just get out of that getup as soon as you can. It's disturbingly attractive. You're beautiful. Beautiful. Okay, nachdem das erledigt ist, was wird sich in der Drachenpferdhöhle befinden? Diese Antworten erfahren wir bis zum nächsten Mal von Let's Play Suikoden 5. Bis dann, auf Wiedersehen.